United Colors 4 habe ich mit dem Florian Heilmeier zusammen gemacht. Also das war so ein Gemeinschaftsprojekt. Der Florian Heilmeier ist einer der Leute, die sehr viel im Ortskar.de zum Beispiel schreiben und der ist sehr kompetenter Mensch, Musikjournalist und so. Und der hat da einfach auch Lust drauf gehabt, da mal irgendwie die Zusammenstellung zu machen und so. Und dann haben wir das dann mehr oder weniger gemeinsam gemacht. Oder also, aber das ist nicht die Regel. Nee, eigentlich sind wir ein bisschen unterschiedlich. Manchmal lade ich mir Leute nach Hause ein, um die Reihenfolge zum Beispiel zu machen. Also mir ist es halt auch immer wichtig, wenn ich Sample mache. Das gibt es ja inzwischen jede Menge. Also es gibt wie Sand am Meer, in jedem zweiten Musikheft ist irgendwie so ein Sampler drin. Aber ich versuche da immer einfach so einen gewissen Level einfach zu halten, und indem ich einfach versuche, erstmal möglichst viele unveröffentlichte Sachen oder irgendwie B-Seiten von Vinyl-Singles oder irgendwelche raren Sachen, die man einfach nicht so hat, die nicht jeder schon irgendwo kennt und die auch nicht jeder jetzt im Netz irgendwo überall herkriegen kann, das erstmal oder auch mal schon mal tatsächlich, dass eine Band ins Studio geht und wirklich was neu aufnimmt, extra für ein Sample. Das haben wir schon ganz oft irgendwie. Und dann mache ich aber auch, gebe ich mir auch total Mühe so mit der Reihenfolge. Das heißt, auch da engagiere ich dann manchmal einen DJ, zum Beispiel hier Ras Meyer hier von Mother's Pride, der hat mir mal was zusammengestellt und so. Und auch immer unterschiedlich. Oder ich lade zu mir nach Hause Leute ein und mache mit denen die Reihenfolge und so. Das ist einfach mehr so eine, wie so eine Party schon funktioniert, dass man einfach das Gefühl hat, okay, da ist jetzt wie so ein DJ, der legt es auf. Und dann hat man da eine Party und es ist jetzt nicht so, dass man so, ja, das hängt man jetzt irgendwie dann hintereinander und die Pausen sind alle gleich lang und so, ne? Sondern das, ich denke mal, das ist die Qualität von einem guten Sample, den man dann auch wirklich so durchhören kann, liegt einfach daran, dass man da wirklich halt dann auch für arbeitet. Also wie kommst du auf die Bands? Du schaust dir natürlich viel an, wahrscheinlich auch live, und aber klickst du dich jetzt mit den neuen Medien auch einfach durchs Netz durch oder wie kommst du darauf? Wie gesagt, United Colors 4, da haben wir es mal ganz bewusst so gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt hier MySpace irgendwie, wir gucken auf MySpace, was gibt's da aus verschiedenen Ländern und so, und was eine Wahnsinnsarbeit war. Ich meine, das sind 44 Bands sind da drauf auf dieser Doppel-CD. Und, klar waren natürlich ein paar dabei, die man natürlich auch jetzt so kennt. Ja. Ich meine, Toasters habe ich 4 Alben rausgebracht. Die brauche ich natürlich nicht über MySpace zu suchen, aber einfach mal so, das mal einfach so zu dokumentieren, so, was da jetzt möglich ist. Also so ein Austausch, wie das, also wie klein die Welt da eigentlich auch geworden ist. Also wirklich so auch Bands untereinander da kommunizieren können und so. Das ist schon, finde ich schon eine ziemlich spannende Sache eigentlich. Aber natürlich nicht nur, ich gehe zu Konzerten, rede da mit Leuten, gucke mir mal diese oder jene Band an, oder, also es sind immer so Zufälle, oder bei Curience, da waren da irgendwie die, vom Label, die Leute waren dann auf der Popcom, da hätte ich nie gedacht, dass ich auf der Popcom mal irgendwie in Kontakt komme mit einer guten Ska-Band und so, ne? Aber es war dann halt, in dem Fall war es dann so, dass sie halt, die Finnen da so einen Stand hatten auf der Popcom und dann gemeint haben, ja, wir haben da so eine Band und irgendwie Valkyriens und so, und die sind ganz berühmt in Finnland und so, und haben halt Valkyriens. Klar, irgendwie habe ich da mal nach Helsinki halt hin und habe mir die Band mal live angeguckt. Also das mache ich dann schon noch, aber wenn es irgendwie machbar ist, gucke ich mir natürlich schon eigentlich immer die Bands vorher live auch an, dass man einfach, weil nur aufgrund von einem Demo oder so, ist natürlich schon echt schwierig, ne? Hast du dann auch sozusagen, willst du es dann auch, du hast ja gesagt, du hörst es dir an, es muss dir gefallen, aber auch so, dass du einen guten Draht zu den Bands hast, oder zu den Personen, zu den Musikern, wie wichtig ist das? Das finde ich auch total, das ist mir eigentlich total wichtig. Weil, also, so, um ganz ehrlich zu sein, jetzt Ska ist jetzt nicht die Musik, mit der man also irgendwie Millionär werden kann heutzutage. Und man muss aber trotzdem, oder versucht dann trotzdem ja eine gute Arbeit dafür zu machen. Und wenn man da nicht dann mit Leuten irgendwie zusammenarbeiten kann, die man auch persönlich irgendwie nett findet oder okay findet, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, dann macht es keinen Spaß. Und also es ist schon, das ist ein Hobby, wovon man mit bisschen Geld verdienen. Mehr ist es heutzutage leider, gerade was Tonträger anbelangt. Ist es halt irgendwie, wird es immer schwieriger. Und von daher ist es natürlich total wichtig, dass man mit den Bands sich dann auch gut versteht und dann guten Kontakt hat. Ne? Gab es schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, Mensch, die sind musikalisch wirklich gut, und dann aber, wo du gemerkt hast, dass der Funke nicht so richtig überspringt? Das gibt es schon auch, klar, das gab es schon auch, aber also da möchte ich jetzt keine Namen nennen.
Wen siehst du derzeit in Deutschland als die neue Ska-Band oder ja, vielleicht generell nicht in Europa, Asien, generell, wen würdest du in den Top 5 oder Top 3? Ja, das ist ja eine Frage nach, woran will man das festmachen? Nach, wird das denn jetzt nach, nach finanziellem Erfolg geht, würde ich da ganz anders darauf antworten wollen, als wenn es nach meinem persönlichen Vorlieben geht. Ja. Und nochmal anders, wenn es darum geht, womit Porcupine imagemäßig gut dasteht bei den Leuten. Das sind also alles so verschiedene Sachen. Oder, einfach gefragt, worauf, also welche Band du ganz persönlich vom Geschmack her jetzt einfach, worauf stehst du im Moment? Was, was läuft bei dir? Dieses Jahr, was hat dich dieses Jahr am meisten begeistert? Seite A, Nummer 1. Ja, ich weiß nicht, meine Bands, die bei mir sind, so in der Unterschiedlichkeit, wie sie da sind, finde ich sie natürlich super. Ja. Ist ja klar, wäre blöd, wenn ich da was anderes sage. Kann ich auch nicht, sonst würde ich es ja auch nicht machen. Und dann ist es auch noch so, ich muss es auch zugeben, das ist natürlich auch, geht mir wahrscheinlich wie allen anderen auch. An einem bestimmten Tag hat man gerade mal Bock auf die Mucke, man wandert auf eine ganz andere. Also von daher möchte ich es nicht sagen, sage ich so. Also, okay. Grüße. Ja, alles klar. Also, erstmal tausend Dank für das Interview, dass das nun nach so vielen Jahren, man sieht sich ja regelmäßig, dass das geklappt hat.